ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Diesmal zur Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Leverkusen. Ich bin mal gespannt. Was heißt gespannt? Eigentlich ist es mir total egal, was der Thomas Tuchel da erzählt. Aber wir hören uns das Ganze mal an. Ich bin mal gespannt, ob er die Eier hat und nicht mal eingesteht, dass er, keine Ahnung, die Mannschaft nicht erreicht, die Mannschaft. Also ich denke, es ist, steht außer Frage, dass er die Mannschaft nicht erreicht, Leute. Also, wie kann so ein blutleerer Auftritt im Spiel, wo es um die deutsche Meisterschaft geht, stattfinden über 75, 80 Minuten? Wie können wir ohne eine wirkliche Torschance in diesem Spiel dastehen? Also da braucht mir keiner mehr erzählen, dass er diese Mannschaft erreicht, Leute. Aber gut, gehen wir mal rein. Ich bin sehr gespannt, was wir hier jetzt auf die Ohren bekommen. Rein in den Bums. Schönen guten Abend zusammen. Herzlich willkommen zu dieser Das ist super leise leider. Bei Leverkusen und dem FC Bayern entstanden. Machst du mal für euch ein bisschen lauter. Thomas Tuchel und Xabi Alonso. Sie dürfen gerne starten. Gibt es einen Öffner? Ja, ich habe einen Öffner. Ich kann. Glückwunsch zum Sieg. Bisschen zu hoch aus meiner Sicht. Ich finde, wir haben gut an. Ey, da kriege ich jetzt schon den ersten. Ganz ehrlich, Alter. Angefangen und viele. Ja, was will er mir denn jetzt erzählen? Wir haben nicht eine Torschance gehabt. Nicht eine verfickte Torschance. Viele hohe Balleroberungen gehabt. Leider auch immer wieder nach den Balleroberungen leider einfache Ballverluste gehabt, die sehr weh getan haben. Ansonsten wollten wir sehr aggressiv, sehr hoch verteidigen. Das, wie gesagt, haben wir auch getan und haben, glaube ich, am Anfang einen sehr guten Start erwischt und sehr dominant, sehr aggressiv begonnen. Und dann haben sich Fehler in unser Spiel eingeschlichen, Aufbaufehler, einfache technische Fehler, ein paar Entscheidungen und haben glaube ich, eine Torchance zugelassen von Upa mit einem kurzen Rückpass, haben wir dann gerade noch geklärt und dann kriegen wir direkt im Anschluss, schlafen wir und kriegen ein Tor am zweiten Pfosten, das man mit einer Fünferkette nicht bekommen darf. Ja, warum denn? Vielleicht erstmal hat die ganze Mannschaft da gepennt, ja, weil sich vorher alle noch gefeiert haben. Oh geil, wir haben mal einen Ball geklärt. Ja, Chaka, geilt euch dran auf, Alter. Die ganze Fünferkette, Ringe, Pizze und Manuel Neuer gefühlt. Und dann stelle ich da hinten einen Boué auf, der alles ist, außer ein Linksverteidiger. Ja. Klar, auch wenn du ein Rechtsverteidiger bist, musst du dich wenigstens mal umgucken und gucken, ob da ein Gegenspieler ist. Ja, sollte man erwarten können. Aber da lief ja so viel vorher falsch. Also. Absolut nicht und schon gar nicht auf dem Niveau. Insgesamt haben wir, glaube ich, für 1,0 Expected Goals, glaube ich, 3 bekommen. Also auch die 2. Alter, ich muss die Brille abnehmen, sonst beschläge ich die gleich wieder. Da siehst du, welche Art Trainer der Tuchel ist. Ja, zum wiederholten Mal. Zum wiederholten Mal nach irgendeiner Niederlage setzt er sich dahin und fängt an, mit den Expected Goals zu argumentieren. Alter, was ist das für ein Trainer? Da sagt mir nochmal einer, dieser Trainer passt zu uns, zum FC Bayern, Alter. Er passt einfach nicht, sorry. Punkt. Also, jetzt will er damit argumentieren, oder was? Oh, wir haben 1,16 Expected Goals für Leverkusen. Wir haben 0,16 oder sowas. Wir haben nicht eine Torschance gehabt. Nochmal. Wir hatten nicht eine Torschance in diesem Spiel. Wir hatten eine Rückgabe von Mazraoui auf Hedecki. Das war alles. Sonst haben wir nicht einen Ball aufs Tor bekommen. Wir haben es nicht hinbekommen. Und er setzt sich jetzt da hin und erzählt einfach von Expected Goals, oder was? Alter, hast du noch irgendwelche Gehirnzellen in deiner Birne, oder was? Was ist das für ein Trainer, Alter? Wir reden hier von hier, diesem Niveau. Was dieser Trainer bei uns leistet, ist das Niveau, das ist Kreisliga A, Alter. Das ist gar nichts. Ich habe nie über eine ganze Saison so eine blutleere Mannschaft gesehen, die einfach absolut keine Mannschaft ist. Mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Und dann setzt er sich jetzt nach so einem Spiel dahin, wo man einfach mal sagen muss, weißt du was? Wir haben nicht eine Torschance erspielt. Wir haben zu Recht 3-0 verloren. Die Meisterschaft ist durch, Punkt.
setzt er sich dahin und fängt zu argumentieren, ja, das war ja jetzt ein bisschen zu hoch, die Niederlage, weil wir haben nur 1,16 Expected Goals gegen uns. Ja, aber wir haben selber keine Torchance gehabt. Zweite Halbzeit hat natürlich okay angefangen für uns wieder und wurden dann mit dem einfachen Fehlpass nach einer Balleroberung, wieder Fehlpass nach einer Balleroberung mit einem einfachen Doppelpass zu einfachen Tor hergeschenkt. Am Ende hat das entschieden. Wir waren nicht in der Lage, uns selber Torchancen rauszuspielen, auch später nicht, als wir 5-6 offensive Spiele. Nicht eine! Hallo, guck mal, bring mal deinen Expected Goals Wert jetzt hier auf. Hier, Karten auf den Tisch, Kollege. Leg mal rauf jetzt. Bei Leverkusen kannst du sagen, oh, wir haben zu viele Gegentore, kriegen wir 1,16 Expected Goals gegen uns. Ja, sag mal, wie viele eigene Expected Goals du denn erzielt hast? Spieler auf dem Feld hatten, um vielleicht nochmal auch über ein Tor, das weiß ja jeder, was ein Tor macht in so einem Spiel. Und deshalb, ja, klar, weil wir dafür bekannt sind diese Saison, oder? Wir sind dafür bekannt, so in den letzten Minuten nochmal richtig Vollgas zu geben, um alles rauszuholen. Ich glaube, es ist eher die Mannschaft auf der anderen Seite. Ich glaube, selbst wenn wir noch einen gemacht hätten, selbst wenn wir noch zwei gemacht hätten, hätten wir wahrscheinlich noch das dritte kassiert, Alter. Weil wir einfach, wir sind keine Mannschaft. Wir sind keine Einheit. Es kann mir doch keiner mehr erzählen, dass diese Mannschaft, dass der Trainer diese Mannschaft erreicht. Das kann mir kein Mensch mehr erzählen, Leute. Geht der Sieg unterm Strich dann in Ordnung? Unterm Strich geht der ich fall gleich aus dem Stuhl. Unterm Strich geht der Sieg dann in Ordnung für Leverkusen. Alter, die waren zwei Klassen über uns heute. Punkt. Nochmal, wir haben nicht eine Torchance erspielt. Das kann der allergrößte Fan mit seiner größten Fanbrille dieser Welt. Ja? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Gibt hier einige hier auf dem Kanal. Argumentiert mir, zeigt mir, wo wir eine Torchance hatten. Wir hatten 90 Minuten keine Torchance. Dann ist das unterm Strich ist das dann okay. Alter, wie kann man so sich da hinsetzen und so viel Scheiße erzählen? Es geht in meine Birne nicht rein. Vielen Dank. Schabi, dann gerne dein Statement. Ja, guten Abend. Danke schon. Ja, heute war für uns eine sehr disziplinierte Leistung. Natürlich war nicht einfach, aber wir haben gewartet unsere Chance. Die erste Tor war sehr wichtig für uns. Wir haben unsere Spiele stabilisiert ein bisschen von das heute. Wir haben nicht vielleicht zu viele Ball gehabt, aber auch war sehr wichtig, Dominanz zu haben ohne Ball. Wir haben direkt im Raum. Ja, die sind gelaufen. Ne? Da wäre mal eine Statistik schön. Mich würde mich mal interessieren. Bei uns hattest du das Gefühl, nur Standfußball. Nur Standfußball. Ganz wenige Ausnahmen, die mal ein bisschen was versucht haben. Es war ein Trauerspiel, sich anzuschauen. Sehr diszipliniert, sehr kompakt. Fast nicht so viele Chancen bekommen. Und gegen nicht eine! Nicht eine! Bayern ist es nicht einfach, das zu tun. So ja. Aber ja, man spielt ja auch ohne Zehner erstmal 60 Minuten lang. Warum denn auch? Warum sollte man dann versuchen, Harry Kane vorne ins Spiel zu bringen? Mit welcher Taktik? Mit einem Boyer, der ein rechter Verteidiger ist, der den links außen spielt. Ich meine, Mats Raui kannst das ja wenigstens noch ein bisschen zutrauen über rechts. Aber da war ja nichts. Nix. Null. Und in der Mitte gab es keine Anspielstation. Wenn, dann musste Harry Kane sich fallen lassen. Und da hat er kein Land gesehen. Er hat kein Land gesehen. Leverkusen wusste genau, wie Harry Kane spielt. Er hat kein Land gesehen. Punkt. Ja, das zu erreichen, nicht immer die gleiche Spiel zu spielen, war, es ist das, die Niveau von die Mannschaft, es geht besser. Und ja, am Ende die Sieg für uns sehr wichtig. Aber es sind nur 3 Punkte. Vielen Dank, Xavi. Nico Linner, bitte, von der Bild-Zeitung. Hallo, Herr Tuchel. Sie haben in Ihrer Startaufstellung einige Veränderungen vorgenommen. Wenn man den Spielverlauf betrachtet und das Ergebnis, haben die nicht gefruchtet. Jetzt haben die Spieler gesagt, diese taktischen Entscheidungen seien nicht das alleinig Entscheidende gewesen. Mich würde interessieren, welchen Anteil geben Sie diesen taktischen Entscheidungen und welche andere Gründe machen Sie aus? Naja, es war schon super dumm, ohne Zehner zu spielen. Ja?
Weil wenn du mit einer Fünferkette spielst, ist ja alles gut. Warum man dann noch mit zwei Sechsern davor spielt, I don't know. Also ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Nochmal, erst recht, wenn man gesehen hat, wie Müller das Spiel gegen Gladbach schnell gemacht hat durch seine einfachen Bälle. Ja. Klar ist der Müller jetzt auch nicht hier, wir haben auch das Gegentor gesehen, ja, da kannst du natürlich eine Teilschuld dran geben, brauchen wir nicht drüber reden. Aber nochmal, also der Raum war tot. Ja. Spiel heute so geendet ist. Am Ende wird es ja über Tore entschieden. Ich glaube nochmal, dass man vor allem das erste Tor nicht kassieren kann, wenn man mit einer Fünferkette spielt. Alter, wir haben nicht eine Torschance erspielt. Was labert der für eine dumme Scheiße darum? Ich verstehe ja diese Argumente, ja. Leverkusen hatte jetzt nicht 10, 12, 13, 18 hundertprozentige Torschancen. Alles gut, ja, verstehe ich. Wenn wir denn auch 3, 4, 5 hochkarätige gehabt hätten, würde ich ja die Argumentation folgen können. Hatten wir aber nicht. Nicht eine. Null. Guck auf deinen Expected Goals Wert. Das geht vielleicht, wenn man geht. Karten auf den Tisch, Junge. Gegen eine Fünferkette spielt mit einer Viererkette und wird rausgezogen, dann ist man vielleicht unterbesetzt am zweiten Pfosten. Aber das Tor hat mit nichts mit Taktik zu tun. Im Gegenteil, das würde eigentlich uns in die Karten spielen. Wissen Sie, das ist kein Problem. Ich übernehme ja immer die Taktik und übernehme immer die Verantwortung für die Taktik. Deshalb ist es auch selbstverständlich, dass ich das heute übernehme. Wir werden beide nie mehr beweisen können, was mit einer anderen Taktik bewiesen wäre. Deshalb ist Es geht doch nicht nur um die Taktik, Alter. Es geht doch darum, wo ich die Spieler aufstelle. Ich bringe Minjae Kim rein, der einen Tag wieder da ist. Ich bringe Opa rein, der zwei Tage im Training ist. Ich reiße Dyer und De Ligt auseinander, die sich gut harmoniert haben, die sich gefunden hatten. Reiße ich auseinander, um was zu tun? Um eine verfickte Fünferkette aufzubieten? Mit welchem Hintergedanken? Dass Boué der super, was weiß ich, Durchstarter wird oder was? Wir waren tot über außen. Das haben wir 60 Minuten durchgezogen. Warum? Wieso? Ein Upamecano war unser rechter Flügelspieler, Alter. Schienenspieler. Was ist denn los? In so einem Spiel wie gegen Leverkusen, kannst ja gegen Darmstadt, Bochum, mach so eine Experimente, alles gut. Ja, aber doch auch nicht, wenn die Spieler noch nie zusammengespielt haben. Minjae Kim und Dyer kennen sich gar nicht. Die haben sich zum ersten Mal kennengelernt. Alter, wir spielen gegen Leverkusen, das wichtigste Spiel bis zu diesem Zeitpunkt. Da muss doch das gemacht werden, was die letzten Wochen eingeschliffen wurde. Das war die Viererkette mit Dyer, De Ligt. Ja, und dann wieder hättest du links einen Mazraoui hingestellt, der da schon mal ein paar Mal gespielt hat, hat er dann auch gezeigt, zweite Halbzeit. Oder hättest einen Guerrero da hingestellt und den Boué rechts und Feierabend. Wo er auf rechts gespielt hat, hat er ein super Spiel gemacht. Was heißt super Spiel? Das Spiel, was unsere Mannschaft zustande im Spielen war. Ja, und dann waren Zehner vorne, das gewohnte Bild. Warum nimmt man in so einem Spiel, stellt man nicht einen Müller auf? In so einem Spiel stellt man nicht einen Müller auf und lässt einen Zehner ganz weg. Alter, das ist so lächerlich, das ist so erbärmlich, Alter. Mein Job, eine Woche lang die Mannschaft vorzubereiten und mit ihr zusammen in ja, hast Plan du top zu entwickeln, Thomas, und sie davon zu überzeugen. Lob und Anerkennung. Das Ergebnis gibt Ihnen recht oder nicht mir recht. Damit, das ist nicht zum ersten Mal. Boah, ist das erbärmlich, Alter. Wie dünnhäutig der Kleine. Ich verstehe es nicht. Wie kann man sich denn da so hinsetzen? Und wie kann man das nicht selber sehen, dass ich bin jetzt ein Jahr da Trainer und ich sehe, ich entwickle hier nichts. Das muss ihm doch mal selber zu denken geben. Ohne Scheiß, ich habe es schon mehrfach gesagt, ich glaube, der Tuchel ist zum FCB gekommen, um ihn einfach... Er ist das trojanische Pferd, Alter. Er will einfach den FC Bayern vernichten. Anders ist das nicht mehr zu erklären. Warum schmeiße ich gegen Leverkusen alles über den Haufen, was ich vorher in der Vorbereitung und so weiter einstudiert habe? Warum schmeiße ich alles über den Haufen? Nochmal, um dann zu sagen, wenn es geklappt hätte, oh ja, feiert mich hier meine große taktische Änderung mit der Dreier-Fünfer-Kette. Ich bin der Pep Guardiola, der deutsche Pep Guardiola, oder was? Das ist das einzige Argument, was ich sehe. Warum schmeiße ich alles über den Haufen, was super funktioniert hatte? Oder für unsere Verhältnisse super. Ja, es war auf jeden Fall mal eingespielt. Die hatten sich gefunden da hinten und alles war gut. Nein, schmeiße ich komplett über den Haufen gegen Leverkusen. Und das im Trainerleben, das wird nicht das letzte Mal sein, aber
Wir haben uns eine Woche gut vorbereitet. Wir haben uns wieder eine Woche gut vorbereitet. Wir haben uns gegen Bremen eine Woche gut vorbereitet. Wir haben uns gegen Frankfurt 10 Tage super gut vorbereitet. Trainingslager war Bombe. Ich kann diese Scheiße nicht mehr hören, Alter. Es kann doch nicht sein, dass das in unserem Verein kein Mensch sieht und kein Mensch rafft, dass das einfach nicht passt mit dem Tuchel. Das muss man doch jetzt langsam mal verstehen, oder? Uns viel vorgenommen und gehen jetzt ohne Punkte nach Hause. Ja, wow. Christian Falk zunächst von der Sportbild, bitte. Ja, Alonso, tut mir ein bisschen leid. Ich glaube, der wird heute keine Frage mehr gestellt bekommen. Xavi, die Frage an dich. Du hast ja auch umgestellt. Oh. Heute Viererkette statt Dreierkette. Kannst du ein bisschen erklären, wie die Idee war und ob du sagen würdest, sie ist aufgegangen? Nee, ist beim 3-0 nicht aufgegangen, oder? Leute, ja, ist doch nicht aufgegangen, oder? Wir haben euer Torschance auf Torschance erspielt. Was ist das wieder für eine hohle Frage? Der erste Teil verstehe ich ja. Würdest du sagen, das ist aufgegangen? Nein, der FC Bayern hat einen Expected Goals Wert von 0,14. Aber wahrscheinlich weiß er das noch nicht mal. Ja, aber wir hatten die Idee, flexibel zu sein. Aber heute, wir haben fast gespielt mit 4 Innenverteidiger, Josip wie manchmal Außenverteidiger und manchmal Wingback, auch mit Grimaldo. Und wir wollten flexibel sein mit dem Ball, gegen den Ball. Wir haben mit 4. Siehst du bei uns halt auch nicht. Siehst du das bei uns? Siehst du den Unterschied, ob wir den Ball haben oder nicht den Ball haben? Es ist immer die gleiche Grütze. Auch vorne. Ja, Grimaldo, der linker Verteidiger ist, oder wie ihr gerade sagte, 4. Innenverteidiger, war dann rechts außen. Stell dir das mal bei uns vor. Wild. Wir Kette gespielt, ein bisschen zu wechseln, wie zu aufbauen. Und wenn wir hatten die Chance, wir konnten den richtigen Moment für Piero und für Josip zu finden, dass sie können die nächste Linie attackieren. Und das haben wir okay gemacht, nicht top, aber okay gemacht. Und danach, wenn sie haben gewechselt für 5 Kette, wir hatten klar, wie zu wechseln und zu kontrollieren. Und das war okay. Wir waren bereit für das. Und heute besonders unsere 3 Stürmer, Nathan, Flo und Amin, sie haben sehr, sehr intens gelaufen und sehr, sehr intens gearbeitet ohne Ball. Und ja, was man bei uns hat, gar nicht sieht. Da ist Standfußball angesagt. Wenn mein Mann hat Spiele, dass sie sind bereit, diese Sacrifice zu tun, die Mannschaft ist viel besser. Bitte sehr. Herr Tuchel, von oben wirkte es trotzdem so, dass in der ersten Halbzeit nicht viel zusammengelaufen ist. Warum haben Sie nicht schon zur Halbzeit reagiert? Was gab da den Ausschlag? Und naja, weil er nur 1-0 hinten. Wir haben uns ja Torschancen erspielt wie am Fließband. Da ändere ich doch erstmal nichts. Ich feuer doch die Mannschaft an in der Halbzeit. Ich brenne doch das. Ich bringe Feuer rein in diese Mannschaft. Die kommt raus mit Leidenschaft, mit Willen, mit Ehrgeiz und reißt sich den Arsch auf. Ist doch logisch. Wechselt sich doch nie in der Halbzeit, Junge, das ist für eine Frage. Dann können Sie vielleicht begründen, warum Sie auch sowohl auf Jo Kimmich als auch auf Thomas Müller in der Startelf verzichtet haben? Ich glaube, es war jetzt zum ersten Mal, dass wir wirklich auch harte Entscheidungen getroffen haben und eine sehr stark besetzte Bank hatten von den Namen, so wie es auch sein muss. Ist ja auch okay. Ja, ich habe das ja auch. Ich hätte auch einen Goretzka den Vorzug gegeben. Aber in der Halbzeit hätte ich zum Retzka auswechseln müssen. Da gibt es gar nichts drum zu reden und du musst in der Halbzeit einen Müller bringen, Alter. Punkt. Fertig. Musiala raus, das war ein Totalausfall. Aber nochmal, das mache ich nicht mehr zum Musiala einen Vorwurf, der hat wieder links außen spielen sollen. In einem Spitzenspiel, um die Möglichkeiten zu haben. Wir haben uns entschieden, die Doppelsechs auf dem Feld zu lassen. Josch hat alles dafür getan. War fast vollkommen schmerzfrei. Trotzdem ist ein Spiel dann auch nochmal was anderes. Ja, aber Minjae Kim, der ein Tag im Training ist und Opa, der 2 Tage im Training ist, die kann ich natürlich bringen. Ne? Das ist, weißt du, mit seinen eigenen Argumenten widerlegt er seine anderen Entscheidungen. Der ist einfach so dumm, dieser Mensch, Alter. Also der widerspricht sich in jeder PK aufs Neue, Alter. Anderes als eine Trainingswoche.
Und wir haben uns für eine sehr aggressive Herangehensweise entschieden im hohen Anlaufen mit fast einer Manndeckung in der gegnerischen Hälfte. Und deshalb hatten wir nur... Ja, das hat 10 Minuten funktioniert. Stark, oder? Dann hat Leverkusen ein bisschen was angepasst und das war's. Auf dem Papier nur 3 offensive Positionen. Aber... Gut, stand 1-0 von einem individuellen Felder. Ich dachte, es gab. Ja, ich sag ja, wir waren ja stark. Wir waren stark im Spiel. Wir haben uns Torchancen erspielt. Noch und nöcher. Da ändere ich doch nichts, Leute. Ist doch logisch. Luft nach oben. Es war noch keine Not zu wechseln. Alter, das ist unser Trainer, ey. Stellt euch das vor, das ist unser Trainer, Alter. Beim FC Bayern München, das ist unser Trainer. Ich bin sprachlos. Hi, Javi, one in English, if that's okay. I just wanted to ask you about the courage and the mentality that the team showed in such a huge game with huge expectation, how they managed it from when you got the 2-0 lead and the pressure that came from Bayern was unrelenting at times. Some pressure from Bayern, Alter. And to stand up. Yeah, we come from a big performance as well on Tuesday. It was a thrilling. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Das ist noch der Oberhammer. Ja? Die haben noch ein schwieriges Spiel am Dienstag gehabt. Und sind uns läuferisch, kämpferisch überlegen. Spielerisch brauchen wir gar nicht erst anfangen. Dass wir keine Spielidee haben, keine Spielphilosophie, das wissen wir ja nicht erst seit jetzt. Ne? Aber jetzt sind ja die Karten auf dem Tisch. In Game. And you know each of those games help us have more experience in the big games. And today we needed that mentality. And for sure today it's been a little bit different from the rest of the season. Today mostly of the game we've been mostly big part of the game without the ball. But to be able to adapt in this situation and to have this competitive level against Bayern. It means that the level of the team is growing, that... Alter, dass diese Hintergrundleinwand da immer durchläuft, ne? So von rechts nach links machen mich wirre. The team is ready to know how to play not so nice games and not to fall apart. And that means a lot. The team spirit is great. The commitment and the effort from the players is the key for me. Yeah. Alles das, was uns fehlt, Alter. Alles das, was uns fehlt. And we need to keep going. We are still in February, so that's my job to keep pushing them and to help them to keep this competitive level. Tja. Also. Nochmal, für mich ist der Zug abgefahren. Ja, klar, es sind nur 5 Punkte, 21. Spieltag, alles gut. Aber nochmal die Leistung, die wir bisher gesehen haben in der Rückrunde. Und diese Leistung gegen Leverkusen war wieder ein Offenbarungseid dieser Mannschaft. Das Thema ist durch. Sollte der Tuchel bis zum Ende der Saison bleiben oder darüber hinaus? Ist durch. Das Thema ist durch. Also, ich glaube ja wohl nicht ernsthaft, dass wir alle Spiele gewinnen werden, die noch folgen. Also, mit welchen auf welcher begründeten Leistung? Welcher begründeten Leistung? Ja, gegen Augsburg war es mal eine Mannschaft, gegen Gladbach war es dann teilweise eine Mannschaft. Und jetzt gegen Leverkusen war es schon wieder dahin. Ne? Aber ja, wenn man dann komplett umstellt und wieder die Spieler rausnimmt, die in der Verantwortung waren. Es geht ja nicht nur immer darum, dass die Spieler nicht auf dem Platz stehen. Ne? Also jeder, der selber mal ein bisschen Fußball gespielt hat, weiß das. Wenn Führungsspieler auf dem Feld ist, dann ist das ein anderes Spiel, als wenn er draußen sitzt. Ja? Und wenn ich dann so Müller draußen dann wieder rausschmeiße, der gegen Gladbach, er war an allen Toren beteiligt. Ja, ohne Müller hätten wir nicht die Chancen erspielt, die wir erspielt haben. Ja, er hat auch den Bock da von Neuer. Das kann er ein bisschen besser machen, das weiß er auch. Wenn ich den dann rausnehme und dann De Ligt rausnehme, der super in Form war, der ein Tor gemacht hat gegen Gladbach, Leute, über was reden wir? Ja?
dann hast du genau das nicht, was er gerade sagt. Dass die Mannschaft auch Spiele mitgeht, wo sie nicht so schön Fußball spielen, wo sie nicht so viel Ballbesitz haben, wo sie mehr laufen müssen und so weiter. Aber er sagt, die Mannschaft steht hinter mir, die versteht, was ich sage, Blasewitz. All das, was bei uns nicht der Fall ist. Rival who will be going to the final, yeah. Final kick of the season. We will try to be ready. Stefan Klemm, dann bitte vom Kölner Stadtanzeiger. Ja, Herr Tuchel, Sie sprachen gerade die vielen Ballverluste an, die teuren Ballverluste. Wie erklären Sie sich denn, dass Ihre Mannschaft überhaupt keine richtige Torchance hat im ganzen Spiel? Ja. Ja. Noch cooler wäre gewesen, wenn er gesagt hätte, der Expected Goals Wert von euch, der war ja nur 0,16. Was ist denn da los, Herr Tuchel? Konnten uns nicht durchsetzen. Weder, also es war... Warum? Weil wir ohne Zehner gespielt haben, 60 Minuten lang, du Birne, Alter. Wir spielen seit einem Jahr ohne Flanken, ohne Grundlinienläufe. Immer durch die Mitte. Dann spielen wir gegen Leverkusen und sagen, jetzt machen wir alles anders. Weil die Mannschaft ja so gut gezeigt hat, dass sie damit umgehen kann, ja. Weil sie musste sich ja 3 Minuten vor Spielbeginn gegen Frankfurt darauf einstellen, dass sie mit einer Fünferkette spielen, dann verlierst du da, kriegst du da 5 Tore. Da sieht man, dass die Mannschaft super gut mit diesen Situationen umgehen kann. Alter. Also, dass man da nicht die Eier hat zu sagen, wisst ihr was, ich habe mich hier einfach vercoacht. Ja, aber der Tuchel, das ist ein Selbstdarsteller, Alter. Das hat mir Nagelsmann so lange vorgeworfen, dass er ein Selbstdarsteller ist. Das ist der größte Selbstdarsteller, den ich je gesehen habe bei uns. Sehr oft auch ein 1 gegen 1, bedingt durch die beiden Grundordnungen. Das war auch so gewollt. Wir haben vorher sehr offen darüber gesprochen, dass wir die Karten auf den Tisch legen wollen. Müssen uns durchsetzen. Super, dass das nochmal selber erwähnt. Ja, die Karten liegen auf dem Tisch. Wir haben nicht eine Torschance erspielt. Beweisführung abgeschlossen. Ich weiß jetzt nicht, wieso wir es gar nicht geschafft haben, Harry ins Spiel zu bringen heute. Muss ich mir das Spiel erst anschauen, habe ich jetzt. Ja, musst du dir anschauen. Warst ja nur Trainer, hast du nicht gesehen aus, ne? Deswegen hast du ja auch keine Reaktion in der Halbzeit gezeigt. Hast irgendwelche wirren Wechsel kurz vor Ende gemacht, die gar keinen Sinn gemacht haben. Verstehe ich. Da muss man sich das Spiel erst anschauen, warum Harry Kane nicht mit einbezogen wurde. Das macht man nicht auf der Trainerbank, weil da glotzt man mehr auf sein komisches iPad, um sich irgendwelche Statistiken und Expected Goals Werte anzuschauen, sich das verfickte Spiel anzuschauen und da mal Einfluss zu nehmen. Keine Erklärung, aber es war auch später, denke ich, keine Sache der Taktik, dann auch später mit 5 oder 6. Nein, das ist dann keine Sache der Taktik, wenn man gar keine Torschance erspielt. Dann hat man die beste Taktik, die man gegen diese Mannschaft bringen kann, oder? Ich denke, es ist keine Frage der Taktik dann. Wir haben auch keine Taktik vorne. Wir verlassen uns darauf, dass ein Leroy Sané, Musiala und Harry Kane Einzelaktion macht. Das ist unsere Taktik. Ja, und dann sieht das nun mal so aus, wenn die Leute keine Topform haben, wa? Dann sieht das so aus. Und das wird gegen Lazio nicht anders aussehen. Halleluja! Offensiven Spielern haben wir es nicht geschafft, uns durchzusetzen. Oder die richtigen Entscheidungen. Aber ich habe noch nie so schlechten Fußball gesehen, offensiv bei uns, wie diese Saison. Ja, ich weiß von der Statistik, meisten Tore geschossen, Blasewitz, aber es ist so erbärmlicher Fußball da vorne, Alter. Das ist nicht auszuhalten. Reine Einzelaktion. Kein Kombinationsspiel. Einzige war Müller gegen Gladbach. Kein schnelles Passspiel, kein Doppelpass, nichts zu sehen davon. Zu treffen im letzten Drittel. Nicolina nochmal von der Bild-Zeitung, bitte. Ja, Herr Tuchel, Sie sprechen gerade Ihre Sätze vor dem Spiel an. Es sei Zeit, alle Karten auf den Tisch zu legen. Ja. Jetzt hat Ihre Mannschaft in der Saison schon bewiesen, was sie für gute Karten hat. Aha, wann denn? Erklären. Gegen Dortmund, ja, da gehe ich mit. Stuttgart, ja, wenn das können wir auch ganz gut, ja. Dann hört's auf. Ja, wir können auch Darmstadt und Bochum dazu nehmen, aber das war einfach, der Gegner war auch wild. Können Sie sich, dass das hin und wieder nicht auf den Platz kommt? Hin und wieder nicht auf den Platz kommt. Ich weiß nicht, wie viel der PK es ist. Guck gerne mal nach hier auf dem Kanal, wo wir hören. Ja, wir haben eine super Trainingswoche gehabt. Ich weiß nicht, warum wir es nicht auf den Platz gekriegt haben. Ich weiß es nicht, bin da ratlos.
Dann heute der Oberhammer. Ja, ich muss mir das Spiel erst nochmal anschauen, um zu analysieren, warum wir Harry Kane nicht ins Spiel gebracht haben. Alter, das sagt dir der Trainer dieser Mannschaft. Das musst du dir reintun. Und da wundert man sich, dass der während des Spiels keinen Einfluss nehmen kann. Oder in der Halbzeitpause mal irgendwas umstellen kann oder so. Dann wundert man sich, wenn er sich das Spiel erst angucken muss und das analysieren muss. Traurig. Ich glaube, dass wir insgesamt Luft nach oben haben. Ich bin persönlich nicht zufrieden mit dem Level, auf dem wir spielen, konstant spielen. Wir haben auf jeden Fall Ausreißer nach oben, wir haben auch Ausreißer nach unten schon gehabt in dieser Saison. Da gehört das jetzt heute nicht dazu, auch wenn das Ergebnis brutal klingt. Aber ich glaube, es lag schon auch an uns, dass Leverkusen nicht den Ballbesitz hatte und nicht die Also hat er gerade nicht zugehört, was er Alonso erzählt hat? Will er sich jetzt wirklich das jetzt schönreden, sich auf die Fahne schreiben, dass wir sind ja dafür verantwortlich, dass wir 61% Ballbesitz hatten, dass Leverkusen nur 39% Ballbesitz hatte? What the fuck? Wen interessiert das? Wir haben nicht eine Torschance erspielt. Dann kannst du auch 101% Ballbesitz haben, was nicht möglich ist. Die flüssige und kreative Dominanz hatte, die sie normalerweise in Spielen über 90 Minuten haben. Das lag schon an uns und auch an dem Aufwand. Aber die. Boah, ist das erbärmlich, was der da gerade von sich gibt, Alter. Ist das erbärmlich. Entscheidungen, die Leichtigkeit, das Vertrauen, das einfach auch mal nötig ist, wenn Leverkusen dann tief und das natürlich auch tief in der eigenen Hälfte und kompakt verteidigt, das aufzuspielen, fällt uns schwer, das regelmäßig auf den Platz zu bekommen. Regelmäßig? Wir haben es nicht einmal geschafft. Nicht einmal. Was redet der, Alter? Das fällt uns schwer, regelmäßig zu zeigen, dass noch deutlich Luft nach oben. Bitte zu nächster Kollege. Ja, Frage an Herrn Tuchel. Thomas Müller hat gerade bei den Kollegen von Sky sehr deutliche Worte gewählt. Er hat gesagt, ich bin angefressen, mir fehlen die Eier, wir haben eine Verkopftheit in unserem Spiel. Können Sie sein... Wow, woher kommt das bloß? Woher kommt das bloß, dass wir eine verkackte Verkopftheit in unserem Spiel haben? Ärger nachvollziehen und würden Sie ihm inhaltlich beipflichten? Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Also wir hatten ja auch eine Woche, uns vorzubereiten. Und ich kann nicht mehr, Leute. Ich kann nicht mehr. Ich kann den Mann, ich kann nicht, ohne Scheiß, ich möchte echt nicht respektlos sein, obwohl ich das bin. Das ist mir klar, ja, aus Emotionen, aus dem Ärger, aus der Wut heraus. Aber aus dem, dass es sich seit Monaten genau abzeichnet, welchen Weg diese Mannschaft, dieser Verein mit diesem Trainer geht. Es zeichnet sich ab. Und glaub mir, vielleicht kommen wir mit viel Glück gegen Lazio weiter, der erste echte Gegner, der wird uns vernichten in der Champions League. Wir haben das heute gesehen. Ne? Punkt. So, da brauchen wir gar nicht weiterreden. Wir werden keinen Titel holen, das ist auch völlig gerechtfertigt mit dem Drecksfußball, den wir diese Saison spielen. Ich kann es nicht mehr. Ich kann den nicht mehr ernst nehmen, was der von sich gibt. Es geht nicht mehr, der Zug ist abgefahren. Ich habe lange zum Tuchel gehalten, ich habe ihn lange verteidigt, der Zug ist abgefahren. Das ist komplett durch jetzt. Ich weiß nicht, wie man so eine Pressekonferenz, wie man sich das schönreden kann, wie man mit Expected Goals Werten um sich wirft, erzählt, ja, wir schreiben uns auf der Fahne, dass Bayer Leverkusen weniger Ballbesitz hat. Dasselbe, wie wir gegen Stuttgart gemacht haben. So, wir haben Stuttgart den Ball gelassen, ja, weil wir genau wussten, ja, so, das hat Leverkusen getan. Hat der Xavi Alonso gerade ausgeführt. Hat der Tuchel wahrscheinlich nicht zugehört. Aber er muss das Spiel auch erst analysieren jetzt, damit er weiß, was falsch gelaufen ist. Das kann er so direkt so live on the fly geht das nicht. Und, ich sehe ja die Mannschaft, wir entwickeln die Pläne ja dann. Aber ja, wir haben wieder eine ganze Woche trainiert. Ne? Wir entwickeln die Pläne, er sieht die Mannschaft, im Training ist alles top, top, top. Wir haben die besten Ideen. Und auch gemeinsam stellen das vor und ich glaube, dass er das auch das auf jeden Fall gefühlt, dass wir das unbedingt heute umsetzen müssen. Wir haben wenig Bestätigung bekommen im Spiel. Leverkusen hat die Bestätigung dann auch nach einer schwierigen Anfangsphase direkt bekommen mit einer großen Torchance von einem individuellen Fehler von uns und einem Tor. Das ist dann natürlich ein Rückschlag, aber es ist auf jeden Fall... Wir haben uns in 90 Minuten, 95 Minuten, nicht eine Torschance erspielt. Wir hatten eine Rückgabe aufs Leverkusener Tor.
Ich weiß nicht, was er da erzählt und rechtfertigen möchte und schönreden möchte. Das ist ein Trauerspiel, so einen Trainer da sitzen zu sehen. Für unseren Verein. Sorry. Fehlt an Leichtigkeit und an Durchsetzungsvermögen und an Selbstvertrauen gegen tiefstehenden Gegner. Ja, warum denn? Das ist seit einem Jahr so. Seit einem verfickten Jahr. Er ist ein Jahr Trainer und wir haben seit ein Jahr dieses Problem und er kriegt es nicht geschissen. Er setzt sich jedes Mal wieder hin. Ja, ich weiß das und das und das. Im Training ist halt immer alles gut. Alter, entweder muss ich sagen, wisst ihr was, Leute? Ich krieg's nicht hin. Ich gehe frei, ich nehme meinen Hut. Ich krieg's nicht hin, dieser Mannschaft mal meine Philosophie einzuprägen, damit sie endlich mal Tuchelfußball spielt. Das mag ja sein. Ja, alles gut. Dann nimm deinen Hut, Alter. Und zerstör nicht diesen Verein sportlich. Was er tut, es ist zum Kotzen, Alter. Aber nicht nur heute, sondern das ist auf jeden Fall ein Thema, dass wir auch ohne Druck sehr, sehr gut machen und unter Druck am Spieltag nicht. Ich kann nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Ja, na klar, es ist ja auch klar. So ein Training ist natürlich auch ist natürlich genauso wie so ein Spiel, ne? Weil da ist natürlich auch so ein heißer Gegner dann, ne? Der natürlich auch 110% gibt. Ist klar, dass im Training alles super duper läuft. Seit Wochen, seit Monaten hören wir das. Nicht so gut lösen. Philipp Ahrens, bitte von der Bild-Zeitung. Ja, Herr Tuchel, ich habe eine Frage zu Josip Stanisic, dass er natürlich ausgerechnet als euer Leihspieler hier das 1:0 schießt. Gab es da den Moment, wo Sie gedacht haben, Mensch, war doch ein Fehler, ihn abzugeben? Oder haben? Nee, er hat ihn doch vom Hof gejagt, Alter. Er wollte ihn doch nicht. Der Verein hat ja nicht gesagt, oh, weißt du was, wir geben den Stani mal weg. Nee. Er wollte ihn nicht. Punkt. So wie er De Ligt nicht will, so wie er Müller nicht will und so weiter. Wie er Tell nicht will. Ja, Punkt. Und dann fickt der Stani dich. Haben Sie das mittlerweile bereut oder anders gefragt, freuen Sie sich, wenn er im Sommer dann zurückkommt? Nein, ist er kein Trainer mehr. Wenn er dann immer noch Trainer ist. Leute, da muss ich hier aus gesundheitlichen Gründen für mein Herz, für meine Psyche. Da muss ich, wenn der nächste Saison immer noch Trainer bei uns ist, dann muss ich ein Jahr Pause machen hier, Leute. Ich weiß sonst nicht, wie ich das überlebe. Das ist irgendwie die falsche Frage, über den Sommer zu sprechen. Ja, merkst du selber, dass du dann kein Trainer mehr bist, wa? Da gibt es in England so eine schöne Regel, dass wenn du Spieler ausleihst, dann können die nicht gegen dich spielen. Ich glaube, dass das am meisten Sinn macht, weil ich habe das einfach... Aha, lol, Alter. Ja, na klar. Man leiht die Spieler aus, dann dürfen die nicht gegen denjenigen spielen. Ja. Zu oft erlebt, dass dann ausgerechnet der Spieler daran beteiligt ist. Die Regel gibt es in Deutschland leider nicht, deshalb sind wir diejenigen, die heute darunter leiden. Ich habe Steini vorher kurz gesehen, habe ihm gratuliert, aber er ist für diese Saison Spieler von Bayer Leverkusen und gibt es jetzt nichts zu sagen dazu. Frank Laschet, bitte von Radio Leverkusen. Schabi, ihr habt in dieser Woche zwei Top-Mannschaften geschlagen. Ihr steht jetzt im Halbfinale des DFB-Pokals, habt heute den Vorsprung an der Tabelle weiter ausgebaut. War das für euch die wichtigste Woche der Saison bis jetzt? Na, für uns jede Woche ist das Wichtigste und danach Heidenheim. Er hat einfach so viel Erfahrung. Ne? Jeder, der auch nachher hin und gesagt hat, hey, Leverkusen brechen in der Rückrunde ein, Blasölz. Der beschäftigt sich auch nicht mit Fußball, oder? Der Mann hat einfach so viel Erfahrung gesammelt in seiner Fußballerlaufbahn. Warum sollte das passieren, Alter? Also wir haben es gesehen, das ist eine Mannschaft durch und durch auf dem Feld. Also jeder, der daran glaubt... ist das Wichtigste, aber natürlich heute, diese Woche war, wir hatten zwei super, super Gegner, am Dienstag Stuttgart und heute Bayern. Und wir haben gut gemacht und wir sind sehr zufrieden. Beides in Bundesliga auch im Halbfinale zu erreichen. Aber es ist noch Februar und wir müssen ruhig bleiben. Holger Schmidt bitte von der dpa, danach Philipp Ahrens von der Bild-Zeitung. Eine Frage auch an Herrn Tuchel. Wie hoffnungsvoll sind Sie, auch angesichts dessen, wie das Spiel heute gelaufen ist, gegen diese Leverkusener Mannschaft noch 5 Punkte aufholen zu können in dieser Saison?
wir sind erst am 21. Spieltag. Und das liegt ja dann am Ende an uns. Wir werden die Letzten sein, die nicht daran glauben. Wir werden alles versuchen bis zum letzten Spieltag. Natürlich, ich glaube da nicht mehr. Wir haben heute die Chance genutzt, erstmal eine Lücke zu reißen. Alles, was wir machen können, ist... Die Lücke wird die nächsten Wochen und Monate so groß werden, Leute. Wir werden noch weinen, werden wir als Bayern-Fans leider. Reaktion zeigen und dran zu bleiben. Naja, wir müssen immer eine Reaktion zeigen. Alter, ich kann's nicht mehr. Schabi, ich hätte dich gestern nach Karneval gefragt. Jetzt habt ihr gewonnen. Wirst du Karneval feiern? Und die andere Frage ist... was war das für dich und vor allen Dingen auch für dein Trainerteam, dass die Mannschaft gesagt hat, ihr kommt jetzt mit uns in die Kurve? Zeigt das diese Verbundenheit, die jetzt hier entstanden ist? Denn stellt euch das mal bei uns vor. Ding der Unmöglichkeit, Alter. Das war ja sicherlich für euch auch. Aber bei uns gehen ja noch nicht mal die Spieler in die Kurve. Nur vereinzelte nach Niederlagen. Alle zusammen. Die laufen ja weg, verstecken sich. Ein toller Moment. Ja, das war ein schöner Moment zu teilen, anzufeiern mit unseren Fans, auch mit dem ganzen Staff. Sie arbeiten sehr hart und die Spieler, sie wissen das. Wir versuchen, Spieler zu helfen, und am Ende natürlich für Spiele und für alle war eine Top-Sieg und wir haben ein bisschen gefeiert. Vielleicht morgen auch, aber danach, vom Montag, wir Vorbereitung für nächstes Spiel. Das ist Fußball und das wird passieren. Letzte Frage bitte aus der Schweiz. Dankeschön. Xavi, können Sie kurz sagen, was Ihnen durch den Kopf ging, als Xhaka zu Boden ging? Ja, ich war ein bisschen gesorgt, aber er ist ein Kämpfer, ein Warrior. Er wollte auf dem Platz bleiben. Große Herz, große Leadership-Moment und wir haben gesagt. Ja, alles das, was man Kimmich auch zugesteht, aber was man leider nie sieht auf dem Feld. Zeit bis Ende hat sehr, sehr intens, sehr diszipliniert, sehr konzentriert gespielt, immer zu koordinieren die Bewegung zwischen unseren Spielern. So, ja, es Mittelfeldspieler, das wir brauchen so. In guten Moment und Granit ist da. Wir werden sehen. Okay, ich glaube, unsere Gäste müssen langsam los. Vielen Dank fürs Kommen. Schönen Abend zusammen. Jo, ich muss auch langsam los, Alter. Ich habe genug gehört. Ich bin... keine Ahnung, wie gesagt, ich bin enttäuscht, bin ich nicht. Ich bin sauer, war sauer, ja, emotional. Aber ganz ehrlich, der Tuchelzug ist abgefahren, Alter. Ich kann den Typ nicht mehr ernst nehmen. Also mag sein, dass es bei anderen Vereinen klappt mit seiner Art und Weise und seinem Tuchel-Fußball und mag alles sein. Bei uns passt das nicht. Und wie gesagt, keine Torschance. 95 Minuten. Keine Torschance. Habe ich noch nie erlebt. Ich habe schon 0-0 Spiele erlebt, aber ohne Torschance? Aber irgendwann ist immer das erste Mal, wa? Rot-weiße Grüße. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister! Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.